Heute naive Kunst. Du brauchst Papier, Bleistift und Buntstifte. Male eine Stadt und ignoriere die Perspektiven und Größenverhältnisse. Meistens wird so die künstlerische Arbeit von Autodidaktinnen bezeichnet. Aber nicht jede Autodidaktin, jeder Autodidakt ist eine Vertreterin oder ein Vertreter der naiven Kunst. Beispielsweise waren Paul Cézanne, Max Ernst, Ernst Ludwig Kirchner und Karl Spitzweg Autodidakten, haben aber keine naive Kunst gemacht. Und es gibt auch an Hochschulen ausgebildete Künstlerinnen, die sich der naiven Malerei widmen. Die Darstellungen sind sehr einfach, haben also beispielsweise keine Schatten, die Perspektiven stimmen nicht und Größenverhältnisse werden nicht eingehalten.